was ist das? Ich bin's, Mau, Kater Mau. Und? Was willst du hier? Mitten in der Nacht? Mitten in der Nacht, Uhu? Ich suche Linsemusch und Ottokar. Die haben den Schlüssel für den Fridolin. Das ist mein Freund. Alles gar nicht wahr, alles gelogen. Was? Was? Es hat jemand Schlüssel. Hallo, Sie! Sei doch ruhig, dummer Kerl! Halt Sie bitte mal die Tür wieder auf! Ja, hallo! Uhuhu, wer bist denn du? Wer ich bin? Kater Mau bin ich! Wirklich? Er lügt, alle lügen Sie! Er ist ein Räuber, alles Räuber, ja? Ja, mach doch die Bude etwas heller, wenn du mir nicht glaubst. Dann wirst du schon sehen, ob ich der Kater Mau bin oder nicht. Na gut! So, nun komm mal näher. Ja, ja, ich komm ja schon. Pass auf! Still, Ellen! Na, komm schon. Ja, ja, bin ja schon da. Mann, oh Mann, hier riecht's aber komisch. Trau ihm nicht! Trau ihr nicht! Ellen! Nur näher. Ja, ja, ich komm ja schon, immer mit der Ruhe, nicht? Geht, ist das hier vielleicht ein Dreck? Tatsächlich ein Kater. Mau, wenn ich bitten darf. Es wird schon klappen, Kater Mau. Was sagst du? Sperr sie alle ein, die ganze Räuberbande. Dann gehörst doch du dazu. Still, Ellen. Also, wo sind jetzt Linsemusch und Ottokar? Und wo ist der Schlüssel? Mir reißt die Geduld, verstehst du? Warte! Oh. Wo sie sind? Hier sind sie nicht. Sind nicht da. Tülü-tü-tü-tü-tü-tata. Ich sehe fern, ich sehe nah. Linsemusch und Ottokar. Da sind sie ja. Sag mal, muss das sein? Da sind sie ja, Tülü-tata. Tülü-tata. Da kriegt mir ja das Tülü-tata im Kopf. Wo sind sie? 3,60 Mark. Wie bitte? 3,60 Mark. Wofür? Fürs Wahrsagen. Ja, aber hast du doch gar nicht. Will ich aber, 3,60 Mark. Hab ich nicht. Hast du? Nö. Ich hab 3,60 Mark. Wenn du nicht losbindest, gebe ich sie dir. Also, worauf wartest du? Tu's nicht, du Ellen. Ich kriege ganz gewiss die 3,60 Mark. Ganz gewiss. Ja, schön, dann. Also, dann will ich ihn mal versuchen, ne? Nun mach schon! Aber nur das eine sage ich dir, wenn du dein Versprechen nicht hältst, dann binde ich dich wieder fest. Ja, nun komm, mach schon! Ja, ich gehe ja schon, immer mit der Ruhe, ne? Mann, oh Mann! So, das ist... Hilfe! So. Hilfe! Hilfe! So, das hat ja großartig geklappt! Jetzt hat sich's auch schwer, und Kater Mau! Wohin mit ihm? In die Kammer nebenan! Da ist der vorläufig gut aufgehoben. Ja, den kannst du gut gebrauchen, nicht? Welche Wahrsagerin hat schon eine Eule und einen Kater? Beide sprechen können. Gut fürs Geschäft. Uhu, doof bist du. Dieser dumme Kater hat wirklich geglaubt, dass ich wahrsagen kann. Ich glaube, hier ist es. Ob Kater Mau schon da war? Habt ihr vielleicht den Kater Mau gesehen? Ja? Kommst du mal rauf zu mir schnell? Oh, komm doch mal rauf. Wer kommt denn mal rauf zu mir? Komm, du mal. Wie heißt du denn, Tag? Kyros. Wie heißt du? Kyros. Kyros, kannst du mir erzählen, was mit dem Kater Mau passiert ist? Der ist in den Sack gekommen. In den Sack? Wer hat denn den in den Sack gesteckt? Miese Männlein. Das miese Männlein und die Wahrsagerin. Schätz dich schnell wieder runter. Ich rufe die anderen. Da muss etwas geschehen. Linsemusch, Ottokar, hierher. Ja, wir kommen ja schon. Beeilt euch doch. Was gibt's denn? Hört mal zu, was mir der Kyros und die anderen alle erzählt haben. Was denn was? Die Wahrsagerin steckt mit dem miesen Männlein unter einer Decke. Was? Sie haben Kater Mau überlistet und in einen Sack gestopft. Was? Und wo ist das miese Männlein? Na, hier im Haus. Ei, da daus. Da nix wie rein. Wir schlagen alles kurz und klein.
sein. Ensemosch, jetzt lass doch das reimen. Die Lage ist ernst genug. Fridolin, was schlägst du vor? Ja, wir sind ganz Ohr. Inse. Musch! Also, Fridolin, sprich. Mein Plan ist so. Ich werde klingeln. Nein, ich werde nicht klingeln. Wir machen es so. Aufgepasst. Ganz heimlich, still und leise geh ich hinein und ihr wartet hier und wir warten hier vor der Tür. Ganz heimlich, still und leise, ganz leis und still. Nanu, was ist denn das? Ich höre was. Du hörst etwas? Still? Nichts. Haltet euch bereit, bis ich Katamau befreit. In der Zwischenzeit, wer macht das Haus? Kommt jemand raus, raus aus dem Haus, der sich verdächtig macht, dann gute Nacht. Nein! Leicht hinterher. Fein, wir hinterher. Das nützt uns mehr. Das nützt viel mehr. Ganz heimlich, still und leise gehst du jetzt rein. Und wir warten hier. Und wir warten hier vor der Tür. Ganz heimlich, still und leise, ganz leis und still. Uhu, uhu, was ist denn das? Da kommt doch was, da kommt doch was. Nanu, Nanu, was ist denn das? Ich höre was. Du hörst etwas? Nichts. Wer bist denn du? Ich bin der Fridolin. Kennst du mich nicht? Doch, ich habe schon viel von dir gehört. Ich bin Ellen die Eule. Tag, Ellen. Wo ist Katamau? Psst, leise. Sie sind alle hinten in der Kammer. Die Wahrsagerin, das Männlein und auch der Katamau. Willst du mir helfen? Ja, du kannst dich auf mich verlassen. Gut, ich werde mich hier verstecken, bis sie herauskommen. Aber du darfst mich nicht verraten. Bestimmt nicht. Schnell hinter dem Fernseher entdeckt dich keiner. Halt, aber ich sag dir, schnell, schnell, sie kommen schon. 3,60 Mark fällig. Oh, was sagst du? Nein, ich denk nicht daran. Bloß weil ich jetzt den doofen Kater hab, soll ich dir noch mehr Miete für die elende Bruchbude bezahlen? Nein, ich denke nicht daran. Wer hat denn den Kater besorgt? Ich. Wer hat denn das Haus besorgt? Ich. Also kriege ich jetzt auch mehr Miete. Es ist mein Haus, es ist mein Kater, es ist überhaupt alles mein. Lass mich doch in Ruhe. Also kommen wir zum Geschäft. Kommen wir zum Geschäft. Geschäft, du. Still, Ellen. Willst du einen Kaffee? Nein. Du kennst doch den großen Fluss, gleich hinter dem Sumpf. Ja. Zucker? Nein. Dort müssen wir tauchen. Bist du verrückt? Milch? Nein. Hier. Danke. Ich kann ja gar nicht schwimmen. Macht nichts, kriegst Schwimmflossen, Taucherbrille und so weiter. Schmeckt ja grässlich. Habe schon alles besorgt. Dort im Schrank. Du meinst also, im Fluss liegt ein Schatz? Köstlich. Auf dem Grund? Auf dem Grund. Auf dem Grund, du. Still, Ellen. Habe es ganz deutlich durch meine Glaskugel gesehen. Also gut, versuchen wir es. Wann? Morgen Abend. Heute muss ich zurück in die Stadt und vom alten Krimskrams die Miete kassieren. Miete, Miete, Miete. Wenn wir den Schatz haben, brauchst du keine Miete mehr. Wenn wir ihn haben, sicher ist sicher. Ordnung muss sein. Also dann bis morgen. Bis morgen. Um 8. Um 8. Dann gute Nacht. Wenn ich doch nur schwimmen könnte. Verdächtig. Und ihn nach leise, aber ganz leise. Oho, oho.
kein Mensch aushalten. Uhu, uhu, geil, geil. Uhu, uhu. Sehen und hast ne Weile. Also wirst du wohl aufhören, ja? Uhu, uhu, geil, geil. Flieg sehen und hast ne Weile. Hier werd ich zeigen, du. Das wird böse enden. Ach, Unsinn. Wenn wir den Schatz erst haben, sind wir alle sorgenlos. Igitt, das sind vielleicht Pfoten. Ich werde euch den Weg zeigen. Nachts kann ich besonders gut sehen. Ja. Und dann setze ich mich auf einen Baum und halte Wache, bis wir wieder zurück sind. Ja, wenn wir wieder zurück sind. Mann, oh Mann, hab ich eine Angst. Wird schon klappen, Kater Maul. Es wird schon. Ja, nein. Vom Regen ein Tropfen fiel in den Bach und viele Tropfen fielen nach. So wurde der Bach ein gewaltiger Fluss, der Schiffe und Kähne forttragen muss. Weit bis zum Meer, wo er dann in den Wellen versank. Hast du schon mal einen Kater gesehen, der aus dem Wasser gezogen wurde? Mann, oh Mann, ich werde schön dünn aussehen, wenn ich wieder auftauche. Ach, hör doch auf! Mensch, Hund, ich bin klitschernass, verstehst du? Und diese ekelhaften Schwimmpfoten, ich werde bestimmt einen herrlichen Schnupfen bekommen. Muskelkater habe ich jetzt schon von diesen doofen Dingern. Guck mal, ein Fahrrad! Das gehört doch gar nicht hierher! Ein Kater gehört auch nicht hierher. Und da! Ein alter Kinderwagen! Der gehört doch gar nicht hierher. Mensch, Hund, suchen wir nun einen Schatz oder dieses alte Gerümpel? Guck mal, ein Fahrrad, guck mal hier, guck mal da. Die ganze Zeit geht das nun schon so. Ach, hör doch auf. Stimmt es etwa nicht? Hör auf, Mann, oh Mann. Kann ich vielleicht etwas dafür? Hab ich vielleicht diesen ganzen Dreck ins Wasser geworfen? Da muss man ja drüber stolpern. Ja. Stimmt es etwa nicht? Darum geht's doch gar nicht. So, also ich finde jedenfalls, man sollte solchen Dreck nicht ins Wasser werfen. Da hast du recht. Aber jetzt geht es um den Schatz. Ach, auf einmal geht es um den Schatz und nicht um dieses alte Gerümpel hier. Ja. Worauf sitzt du? Ich? Ja, du. Auf einer Blechdose oder sowas. Warum? Du sitzt darauf. So? Auf dem Schatz sitzt du. Ich? Ja, du! Sitze drauf! Auf dem Schatz! Auf dem Schatz! Auf dem Schatz! Was? Mann, oh Mann, glaubst du wirklich? Gewiss! Oh, das Ding sieht ja nicht schlecht aus, du! Aber denkst du tatsächlich, dass das der Schatz ist? Ach, halt mal, wie schwer er ist! Guck mal, Fridolin! Hört sich nicht schlecht an! Wie gut, dass ich gestolpert bin. Und ich dich geschubst habe. Ja. Und jetzt raus aus dem Wasser. Ellen wird hoffentlich aufpassen. Zieh dreimal an dem Luftschlauch. Das heißt, wir kommen. Ja, mach ich. Eins, zwei, drei. Ah, Mann, oh Mann. Oh, Fridolin, du, guck mal. Was meinst du, ob ich eine von diesen hübschen Muscheln da mitnehme, als Andenken? Na klar. Vielleicht diese da. Schön ist die. Nicht wahr?
Mensch, und? Du hast recht gehabt. Musik! Tatsächlich Musik! Vom Regen die schön! Wirklich schön! Doch Müll und Schmutz, den wirft man nach. So wird aus dem Bach jener dreckige Fluss, der Abfall und Unrat fortspülen muss. Bald bis zum Meer, wo er dann in den Wellen versinkt. Bald nein, bis zum nein, Meer. Nein! Du bist ein alter Meckerfritze, ein Geizhals! Ha, 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 dass ich nicht lache! Du lachst aber! Ach, was, unsinn, ich lache nie! Doch, eben hast du! Mir ist aber nicht zum Lachen zumute, du hast alles verpatzt! Nicht du! Wieso ich? Mit deiner dämlichen Miete! Wer wollte gestern Abend schon den Schatz holen? Ich! Und was hast denn nur? Keine Miete und keinen Schatz. Bäh! Ach, bäh, bäh, bäh! Wenn du nicht ausgerissen wärst vor dem dummen Köter! Und dem Kater! Ja, und dem Kater! Wenn du nicht ausgerissen wärst vor den beiden! Und der Eule! Ach, Kater, Köter, Eule ist doch ganz egal! Ist es nicht! Ist es doch! Wenn du nicht ausgerissen wärst, dann wäre der Schatz nicht futsch! Futsch? Woher weißt du, dass er futsch ist? Deine Miete ist futsch, aber wer sagt, der Schatz ist futsch? Futsch, Miete, Schatz, futsch! Nichts ist futsch, aber ich werde es dir zeigen. Ich werde es allen zeigen. Euch auch. Euch werde ich es auch zeigen. Meine Miete, mein Schatz, überhaupt alles mein, mein, mein. Weißt du, was du bist? Ein ganz mieses Männlein. Das oh. bist du. Ach was, du Alte, du hältst den Mund und bist jetzt still. Ich behalte alles, was ich will. Miete, große, kleine, meine mit Stumpf und Stiel, nie zu viel. Verständnis, Sorgen und so fort habe ich nur für mich. Ja, guckt ihn euch nur richtig an, das ist schon ein mieser Mann. Ja, guckt ihn euch nur richtig an, das ist schon ein mieser Mann. Ich heiße das miese Männlein. Du bist nun einmal mies. Doch wie es auch sei, einerlei. Aus Neid, weil ihr nicht so gescheit wie ich. Wie du, haha. Wie ich, ja, ja. Habt ihr mich einfach kurzerhand so genannt. Du wirst von allen kurzerhand so genannt. Das miese Männlein. Das miese Jetzt weiß ich ja, woran du bist. Das wusste ich schon lange. Die ist ja gar nicht bange. Ist da jemand? Ach, wer soll denn da sein? Ich habe etwas gehört. Ich nicht. Mir war aber so, als ob ich etwas gehört hätte. Du hast dich getäuscht. Ich täusche mich nie. Und? Wie? Ach, ihr. Ja, wir. Warum kriecht ihr denn alle auf dem Boden herum? Oh, rat nicht so dumm. Wo ist der Schatz? Wir sind gefährlich. Ehrlich? Sie lassen es. Na, was? Nass? Ja. Ach, Sie sind wohl böse wegen des Schlüssels, ein kleines Versehen. Ja, es war. Ja, ja. Wir wissen Bescheid. Fridolin hat längst seinen Schlüssel wieder. Aha. Ja, ja. Wie gut. Spritzt die Wut. Also, immer auf mich. Spritzen Sie den doch mal an. Also? Ja, was wollen Sie denn? Den Schatz. Wir sind Räuber, mein Lieber. Ach so, der Schatz. Ja, der liegt im Fluss auf dem Grund. Na und? Das heißt, er wird gelegen haben. Wahrscheinlich ist der futsch, ich meine, fortgestohlen. Ja, der Hund, der Kater, die Eule. Schluss mit dem Geheule. Was denn, die haben den Schatz gestohlen. Es ist mein Schatz. Ich habe ihn entdeckt. Ich. Oh, nein, ich. Also wie der lügt. Wie sie betrügt. Das genügt. Hinfort, hinweg. Also los, wird's bald. Ja, was denn? Macht, dass ihr wegkommt. Ja, und der Schatz? Mir scheint, der ist in besten Händen. Wir aber nicht. Ich verstehe. Ihr steckt alle unter einer Decke. Aber ich will nicht helfen. Oh, an euch. Du wirst auch sehen. Ich will mein Geld, meine Miete, mein Schatz. Und wenn ich es nicht kriege, sperre ich euch alle ein. Am Ende noch mich selbst. Thank you.
wirklich ein mieses Männlein. Ja, das kann man wohl sagen. Dabei kann er ja nicht einmal schwimmen. Wieso? Na, weil der Schatz wirklich im Fluss lag. Wirklich auf dem Grund? Auf dem Grund. Kennen Sie Hans, den Spielzeugmacher? Ja. Ja, der hat ihn hineingeworfen. Der Spielzeugmacher hat ihn hineingeworfen? So ein großes Ding war's. Kam immer Musik raus. Musik kam raus? Ottokar. Ja. Der Spielzeugmacher hat geflunkert. Wieso? Ja, verstehst du denn nicht? Der Schlüssel für Fridolin. Na, der Spielzeugmacher hat uns doch erzählt, dass dieser Schlüssel zu einer alten Spieluhr gehört, die er Herrn Krimskrams geschenkt hat. Ja. Aber niemals würde Herr Krimskrams eine so kostbare Uhr in den Fluss werfen. Nein, niemals. Also, der Spielzeugmacher hat es selbst getan. Und du meinst, das ist der Schatz? Eine Spieluhr? Selbstverständlich. Musik kam raus. Naja, wenn du meinst. Kinder, Kinder, das miese Männlein hat gewiss was Mieses vor. Ihr werdet es im Auge behalten. Klar, Gänsebusch! Ja, wisst ihr denn den Weg zurück in die Stadt? Nein. Ich weiß ihn. Was, du willst uns helfen? Also, ihr könnt euch auf mich verlassen. Na. Ich kann das miese Männlein ja auch nicht ausstehen. Aber was soll ich denn tun? Wenn ich mich nicht nach seinen Wünschen richte, dann fliege ich aus dem Haus. Warum denn? Weil ich ab und zu kein Geld habe, meine Miete zu bezahlen. So ein Schuft. Entschuldige bitte, dass ich dich vorhin so nass gespritzt habe. Das macht doch gar nichts. Also, das bisschen was. Los, ihr jetzt ab in die Stadt. Und wir suchen Fridolin und Kater Mau. Na, der wird schön sauer auf mich sein. Wieso denn? Ich habe ihn nämlich in einen Sack gestellt. In einen Sack? Aber er mich auch. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Schon große Sorgen um euch gemacht. Oh. Wer bist denn du? Das ist der Krimskrams. Ah, und du? Das ist Hans, der Spielzeugmacher. Ja, ich bin Ellen Eule. Oh.
Herrliche Sachen haben wir heute mit der Maschine gemacht. Ja. Herrliche Sachen. Lauter Stoffhunde, lauter Fridoline. Oh. Ach, du liebe Zeit. Was ist denn jetzt los? Bist du wieder abgelaufen? Nee, warum? Ja, ich dachte bloß. Aus lauter Katzen haben wir gemacht. Oh, Katzen? Ja, Kater. Kater, ach du liebe Zeit. Da läufst du ab, was? Und das Geld für die Miete habe ich auch. Und wir einen Schatz. Ach du liebe Zeit. Was hast du denn? Das ist sie ja. Wer? Die alte Spieluhr. Ach du liebe Zeit. Wer sie aufzieht, muss 3 Tage lang tanzen und singen. 3 Tage lang. Ach du liebe Zeit. Schön tanzen. Tanzen, Uhu. Ups. Ach du liebe Zeit. Hast du den Schlüssel? Meinen? Das ist doch der Schlüssel für diese Uhr. Hier, Linsemusch und Ottokar haben mir zurückgegeben, als ich wieder mal abgelaufen war. Ja, das ist, verstehst du, das... Ja, ich verstehe. Wo habt ihr sie denn gefunden? Im Fluss. Im Fluss? Wie kommt sie denn dahin? Tja, wir sind getaucht, verstehst du? Ja, ja. Verstehen das etwa nicht? Ja, ja. Ja, ich gebe zu, ich habe sie hineingeworfen. Das Fahrrad auch? Auch. Und den Kinderwagen? Auch. Zutze, zutze. Und die Blechdosen? Zutze, zutze. Und Nuhu? Und nun zurück zur Stadt. Miete bezahlen. Zuerst holen wir noch Ihren Wagen. Und die neuen Spielsachen. Die wollen wir die auch mitnehmen? Nee. Lauter Hunde. Lauter Kater. Ach du liebe Zeit, Uhu. Liebe Eule, bitte fliege du voraus in die Stadt und sag den Kindern, dass wir kommen. Ich fliege voraus, ich fliege. Zu tagschlafender Zeit, da fliege ich eben nicht. Da gehe ich höchstens. Uhu, Uhu, ich bin eine Eule. Du alte Eule, fliegst hin und hast ne Beule. Uhu, Uhu, sie ist ne Eule und macht es nachts Geheule. Großartig! Prachtvoll! Passt viel besser hierher als das alte Haus von den Krimskrams. Hat ohnehin zu wenig Miete bezahlt, wird jetzt anders. Eine Stunde spielen, eine Mark. Oder 1,20 mal sehen. Und kein Krach. Wer Krach macht, zahlt sofort 1,20. So werde ich es machen. Damit werde ich ganz schön großen Erfolg haben. Alle werden sagen, guck mal, da ist der neue Spielplatz. Den hat das liebe Männlein bauen lassen. Das ist vielleicht ein schöner Spielplatz. Das ist vielleicht ein liebes Männlein. Jawohl, das werden alle sagen. Und wer noch einmal mieses Männlein zu mir sagt. Was? Hat da eben jemand... Mieses Männlein zu mir gesagt? Oh, alle aufstehen, wer zu mir mieses Männlein gesagt hat. Das will ich mal eben sehen. Was? Oh. Oh. Das werde ich mir merken. Werde mir überhaupt alles merken, ja. Oh. Los, das Kind an. Das soll nur zum Spielen sein. So was Doofes. So. Wenn das miese Männlein zurück ist, machen wir einen herrlichen Spielplatz draus. Aber wie? Wenn ich das bloß wüsste. Du kannst doch zaubern, oder? Meint ihr? Nein, zaubern kann ich nicht. Versuch's doch mal. Aber wie? Oh, Moment. Moment. So. Talütatü. Talütata. Ich sehe fern, ich sehe nah. Was kommt denn da? Was kommt denn da? Linsemusch und Ottokar! Schon sind sie da! Wir haben Kater Ma und Fridolin nicht gefunden. Sind sie vielleicht schon hier gewesen? Nein, aber wenn sie kommen, dann werden sie aus diesem scheußlichen Ding bestimmt einen herrlichen Spielplatz machen. Verlasst euch drauf! Sie kommen! Sie kommen! Da kommen sie! Nur schnell jetzt heißt es aufgepasst, wenn alle gleich mit angefasst, ist 1, 2, 3, abgefilmt, die ganze Arbeit schon geschehen. Oh,
kommt nur mit auf, baut mit uns den Spielplatz auf. Kommt nur mit drauf, baut mit uns den Spielplatz auf. Du nimmst und du nimmst dies und der Welt. Du nimmst dies und du nimmst das. Das macht einen Riesenspaß. Schnell jetzt heißt es aufgepasst, wenn alle gleich mit angefasst, ist 1, 2, 3 im Handumdrehen die ganze Arbeit schon geschehen. Kommt nur mit drauf, baut mit uns den Spielplatz auf. Kommt nur mit drauf, baut mit uns den Spielplatz auf. Du nimmst und du nimmst dies. Und jetzt Männer werden mies. Du nimmst und du nimmst dies. Und jetzt Männlein werden mies. Also guckt ihn euch mal an. Dieser miese Typ, eigentlich könnte ein Leitung, schimpft immer auf Kinder und auf Tiere, blättert Akten und Papiere und manche Wisch auf den Tisch. Und fragt man, was er soll, sagt er, das Maß sei voll. Der Lärm, der Krach, die Kinderspielerei, man kann nicht arbeiten dabei. Drum soll der neue Spielplatz her, so ganz modern, dann bleibt er leer. Es hätte alles keinen Zweck und grad mein Haus, das musste weg. Mein Spielzeugladen störte so, anderswo sollt ich mir einen mieten. Hier wollt er künftig Spielen verbieten. Ich finde, nur Beton und Glas, da macht doch Spielen keinen Spaß. Das ist nun mal ein mieser Mann, drum hört mich an. Gespielt wird hier den ganzen Tag, gelacht, getobt, so viel man mag. Und grad mit solchem Krimskrams hier, ich sorge schon dafür. Wir sorgen. Wer wagt es hier ohne meine Erlaubnis zu spielen, was? Wer hat euch das erlaubt, was? Wir! Ja. Ja, was ist denn das? Das ist... Wo habt ihr das her? Aus dem Fluss! Wir sind getaucht, verstehst du? Ja, das ist... Eine Spieluhr! Lüge! Das stimmt es etwa nicht? Doch! Was glaubst du denn, was das ist? Was das ist? Der Schatz ist das, mein Schatz! Ja, was ist denn das wohl für ein Schlüssel? Das ist mein Schlüssel! Lüge! Der Schlüssel heißt 3 Tage lang singen! Lüge! Und tanzen! Lüge! Das ist der Schlüssel für diesen Schatz! Ich weiß es, her damit! Oh! Soll ich mich nur im Kreise drehen? Welch eine Plage, könnt ihr das nicht sehen? Ja, guckt euch nur an!